So, das ist die Folge Nummer, boah, weiß ich gar nicht, 9? Kann das sein? 9 könnte sein. Ruf 9, Folge 9, läuft eigentlich. So, okay. Wie machen wir das jetzt am besten? Am besten würde ich sagen, checken wir erstmal, ob hier irgendeiner ist. Nein, okay. Gut, okay. Alles klar. Dann würde ich sagen, okay, wir starten das Ganze jetzt. Oh. So, und los. Bisschen lauter vielleicht, so ist gut, glaube ich. So ist in Ordnung. Ich glaube so, ja. Gut, und los. Was geht ab? Wir zocken eine weitere Folge. Tavernmanager. Ich muss mich kurz überlegen, was für ein Spiel ich spiele. Warte nochmal. Okay. So ist, glaube ich, schon gut. Okay, und los. Was geht ab? Wir zocken eine weitere Folge. Tavernmanager. Und zuletzt waren wir ja hier unterwegs. Haben uns Upgrades gegönnt und so weiter und so fort. Oh, jetzt verlässt mich direkt die Stimme. Was ist passiert? Also, erstens, wir haben drei Feen. Das ist ja so der aktuelle Stand. Warum die jetzt hier zusammen chillen, weiß ich nicht. Gucken wir mal ganz kurz rein. Wir haben drei Feen. Die Lili, Rosi und das Gänseblümchen. Ich habe die schon ein bisschen arbeiten lassen. Zeige ich euch gleich, was abgeht. Dann wurden wir ja von irgend so einem Typen hier beklaut, beziehungsweise der hat irgendwelche Tipps gelernt. Das war ein Kobold. Der war am Fluss. Den habe ich jetzt gefunden. Den konnte man mitnehmen. Das ist hier so ein Typ im, ja, in so einem Käfig. Keine Ahnung warum. Und was haben wir noch? Das. Lass mich kurz überlegen. Dann, lass uns schon mal aufmachen. Die Mädels können das ja. Ah, die will ich nicht haben. Nee, 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 die nicht. Geht weiter. Geht weg, ihr Stinke. Stinkeperlen, ey, das ist ja ekelhaft. So. Dann zeige ich euch mal ganz kurz was ganz Verrücktes. Mach mal auf hier. Und zwar, dieses Foto wurde mir gegeben. Ich zeige euch auch woher. Ich stecke das mal ganz kurz ein. Und zwar, ey, total absurd. Ich bin hier, ich habe alles vorbereitet, ne? Also der Laden läuft. Ach, ich muss die Feen noch aktivieren. Sonst läuft hier gar nichts. Haha. So, wir gehen hier rein. Und zwar, die Lilly ist weiterhin als Geschirrspülerin unterwegs. Dann haben wir die Rosie. Oh Mist, was macht die Rosie eigentlich? Die Rosie macht Futter. Futter? Kellnerin, das war's. Ich muss kurz überlegen. Und sie hat die Köchin gespielt. Die ist jetzt auf Level 4 mittlerweile. So, ich fütter die nochmal ganz kurz durch und dann fangen die auch direkt schon an und geben Vollgas. So, da kommen die ersten Gäste. Die werden gleich loslegen. Ich zeige euch aber ganz kurz, wo ich das Foto her habe, denn ich bin hier ein bisschen rumgegeistert, ein bisschen hier durch die Prärie gewandert und hier und da und habe mir überlegt, mal gucken, vielleicht gibt es noch irgendwas Neues. Dann habe ich, mal gucken, wo ich das jetzt hier, ob ich das jetzt hier auf Anhieb finde. Ich glaube, das war irgendwo hier hinten. Da hängt so ein Dulli einfach irgendwo am Baum rum. Wo war denn das jetzt? Da hinten. Da hinten. Da hängt er am Baum. Und der sagt, ja, mein Freund soll nach Hause kommen. Und hat irgend so ein Foto in der Hand hier. Er hier. Hier, sag mein Freund, er soll nach Hause kommen. Ich weiß nicht, was sein Problem ist und wieso und weshalb, warum. Dann hat er mir das Foto gegeben. Jetzt kann ich mir das zu Hause irgendwo hinstellen und hab ein Foto von seinem Freund. So. Irgendwie ganz, ganz komisch. Sonst habe ich eigentlich nichts gefunden. Ich habe versucht, den Schatz hier hinten zu finden. Habe ich aber leider nicht entdeckt. Ich weiß nicht, ob ich dafür zu brown bin oder irgendwie auch nicht. Hier, die kriegt direkt zu essen. Dankeschön. Das können wir übernehmen. Das machen aber auch die Feen. Das ist das Coole. Die räumen ab und die machen alles möglich. So. Die flitzt drüber, macht direkt sauber. Also richtig, richtig gut. Ich habe noch eine Suppe hier, die kriege ich aber irgendwie nicht los. Ah, perfekt. Hier, bitteschön. So, Suppe ist da. Der Brief liegt immer noch hier. Ich weiß nicht, warum der Brief hier liegt. Ich habe keine Ahnung. Das ist wahrscheinlich nur so ein. Ach, die Diebe, genau. Wollte ich euch auch noch erzählen. Also, die Diebe, die kommen eiskalt durch den Vordereingang. Total vermummt, rennen die hier rum. Was liegt denn hier rum? Ach ja, ein bisschen Geld. Na klar, warum denn nicht? Hier, sie beliefert jetzt. Mit dem Essen, die Gäste und fertig. Dauert natürlich ein bisschen, die leveln natürlich immer weiter auf und dadurch werden die irgendwann schneller. Also das funktioniert schon. Ansonsten habe ich eigentlich alles vorbereitet. Holz hier und ach ja, das wollte ich auch noch zeigen. Wir konnten ja zuvor immer aufs Dach hoch. Da ich das Ganze jetzt aufgewertet habe,
ist die runtergeflogen und den Zwerg, den wir nicht holen konnten, der ist irgendwie zerberstet. Keine Ahnung. Fragt mich nicht. Wo kommen die denn her? Hier, das ist ein Dieb. Nee, doch nicht, oder? Ich wollte schon loslegen. War die kacken? Ich weiß es nicht. Ich nehme mal hier die Kelle in der Hand. Man weiß ja nie. So, das sind die normalen... Hier, nee, das ist ein Dieb. Das ist ein Dieb. Guckt euch an. Der muss eine geben und dann haut er ab. Guck, wer rennt. Da müsst ihr aufpassen. Das ist... Also... Noch frecher geht's ja nicht, würde ich sagen, oder? Richtig krass. So, der hat's ein bisschen eilig. Ich weiß nicht, was sie jetzt macht. Sie räumt ab. Okay. Ich glaube, das mache ich lieber selber hier mit dem Fleisch. Weil das sind so eilige Kunden. So. Zack. Okay. Dann habe ich noch umgeräumt, genau. Das war's auch noch. Meine Katze dreht gerade hier ein bisschen durch. Warte mal kurz. Katze, irgendwie, keine Ahnung, die dreht voll am Rad irgendwie momentan. So, alles klar, dann räumen wir mal weiter hier auf. Das übernehmen natürlich alles die Feen, aber ich traue denen nicht. Bin ich ehrlich? So, die Köchin an sich, die macht nichts. Ich weiß nicht warum, aber das Kochen an sich, das ist noch nicht so ausgereift, glaube ich. Klar, gut, einerseits, ich habe jetzt alles fertig. Deswegen chillt die wahrscheinlich hier. Ich weiß es noch nicht. Da bin ich noch gerade ein bisschen am Rätsel. Deswegen habe ich die auch einmal als Kellnerin eingestellt. Wir können die nämlich, egal wen, können wir nämlich auch als Kellner benutzen. Das heißt, ich sage jetzt, okay, mache ich hier ein Multitalent raus. Und dann hilft die uns. Okay, die Uhrzeit ist gerade ein bisschen schwierig. Oh, da kommt eine Vierer-Gang. Schön im Entengang. Sehr geil. Kommt mal da rein. Schmutzige Toilette. Oh, nö, ne? Mann, Andreas. Ja, direkt gestolpert, siehst du? Wunderschön. So. Das machen die Feen allerdings nicht. Also das Klo sauber machen oder so, da braucht ihr euch gar nicht drauf verlassen. Da klappt gar nichts. So, das machen wir schon selber. Wunderbar. So, dann würde ich sagen, wir lassen die Feen mal Feen sein. Mal ganz kurz gucken. So, die wäscht ab, das ist ohne Probleme. Jetzt hier die beiden Kellnern. Guckt es euch an. Die nehmen Bier mit. Lass mal hier zumachen, das sieht ja aus. Da klaut ihr mir noch mein Schwert oder so. Wunderschön. Ja, ist gerade nichts los. Aber hier, die bringen alles an den Tisch. Das läuft, das funktioniert. Jetzt rattern die beiden los. Jeder nimmt sich eine Wurst oder was? Weil so genau habe ich auch nicht zugeguckt. Bis jetzt. Nice. Läuft. Also die würde ich, glaube ich, eher wirklich als Kellner einstellen. Weil mit dem Kochen an sich, ich glaube, das machen die. Aber da musst du hier Holz reinlegen, damit die überhaupt braten. Genauso wie bei der Suppe. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, wofür die gut sein sollen. Deswegen, ich würde die jetzt echt erstmal als Kellner benutzen. Und wenn irgendwas ist, weil die räumen ja auch ab. Das heißt, nachkochen muss ich dann. Jetzt lass uns nochmal ganz schnell zum Lager gehen, weil das interessiert mich echt brennend. Ich bin wahrscheinlich ein bisschen zu brown, um das Ganze zu verstehen. Also eigentlich ist es total einfach, aber ich finde nichts. So, jemand war kürzlich hier. Ja, kann ja sein. So, jetzt haben wir hier den Plan. Guckt euch den an. So, das ist der Pfad in der Mitte, wo jetzt das Auge ist, der hoch zum Schloss führt. Dann haben wir hier drei Bäume und in der Mitte, was ist das? Eine Tanne oder was? Und da muss irgendwas sein. Das ist ja dann hier, weil der Pfad führt hier oben lang. So, hier ist der Pfad. Der führt oben lang. Und dann haben wir hier irgendwie drei Bäume. Und zwischen den drei Bäumen... Ich dachte erstmal, das sind die großen. Der, der und der hier vorne. Aber das haut so gar nicht hin. Also sind hier irgendwo drei Bäume. Und da in der Mitte muss ein Schatz liegen. Ich habe ja nicht meine Schaufel oder sowas. Ich habe mir die Pfanne genommen hier. Und habe hier drauf rumgeknallt, weil ich dachte, okay, vielleicht funktioniert da irgendwas. Aber da geht gar nichts. Ja, das Tablett brauchst du nicht rausholen, alles gut. Ich dachte irgendwo ein X auf dem Boden oder sonst irgendwas, wie in so einem Piratenfilm, ne? Aber das ist Quatsch. Da hinten sind die komischen Wassermonster oder was das ist. Aber die machen auch nichts. Hier ist gar nichts. Hier ist ein Baum. Nimm mal die Pfanne hier. Hier. Gott, schon da muss ich irgendwie gegenhauen oder irgendwas. Dass die Äpfel runterfallen oder... Ich habe keine Ahnung. Das sieht gar nichts, Freunde. Alles ziemlich verwirrend. Also wenn ihr da irgendeinen Anhaltspunkt habt oder meint, hier, pass mal auf, versuch mal das und das, dann haut's mir mal in die Kommentare.
Weil ich schnall hier gar nichts. Jemand war kürzlich hier. Das ist ja egal, ob der da war oder nicht. Weil was anderes kann das gar nicht sein. Treasure. Schatz. Irgendwie komisch. Oder der fährt zu meiner Taverne hin. Zu meiner Taverne? Das wäre dann hier. Und hier die drei Bäume oder was? Sind hier drei Bäume? Eigentlich nicht. Ey, ganz, ganz, ganz makaber hier, die ganze Geschichte. Nee, wüsste ich jetzt nicht. So, wir gucken nochmal ganz kurz, ob hier alles klar geht. Die wollen Suppe. Kriegen die Suppe? Nee, ne? Ja, das ist auch so ein Ding. Suppe machen die nicht. Wenn ich die jetzt hier hinstelle, machen die das dann? Guck mal, dann kommen sie. Seht ihr das? Also du musst die Suppe nehmen und musst sie quasi da bereitstellen. Hier stellen die Feen irgendwas hin. Ich vermute mal, wenn die Essen kochen, stellen die das hier hin, damit die anderen Feen das nehmen. Aber es ist ja quasi gekocht. Sie hat noch genug Wasser. Ja, noch. Ich hole mal nochmal nach. Nochmal nach. Steigere den Ruf. Ja, pass auf, Leute. Jetzt haben wir mittlerweile so viel Kohle. Also ich habe schon alles nachbestellt und alles läuft. Zu die Bambene. Alles cool, alles schön. Ich stelle den erstmal daneben. So. Jetzt gehen wir mal gemeinsam. Ihr seid am Futtern, das ist cool. Ich guck mal ganz kurz. Ich habe mir übrigens, Leute, ich habe hier einen Sechser-Tisch. Also sechs Leute können hier Platz nehmen. Dann habe ich hier noch einen Zweier daneben. Drei Dreier-Tische. Nur mal ganz kurz fürs Update. Dann habe ich, was habe ich noch hier? Ich habe fünf Zweier-Tische nochmal hier hingesetzt. Also richtig gut. Ein Regal habe ich geholt. Das ist ein Vogelkäfig, aber ohne Vogel. Frag mich nicht, wo ich den Vogel herkriege. Total makaber. Ich weiß nicht, was hier abgeht. Dankeschön, auf Wiedersehen. So, wir unterstützen die beiden natürlich tatkräftig hier. Das lassen wir natürlich nicht aus. So, ja, mit dem Koch muss ich nochmal gucken. Irgendwie, weiß ich nicht. Wir können auch mal die eine nehmen und zum Kochen bringen hier. Gänseblümchen, was machst du? Köchin. Versuch nochmal zu kochen, weil die ist auf Stufe 4. Das Einzige, was sie bis jetzt gemacht hat, ist irgendwelche Würstchen nachgeschoben. Wo sind die jetzt? Das ist die Kellnerin, ne? So. Ist alles ein bisschen komisch. So, Suppe, hol die jetzt oder hol die keine Suppe? Das ist die Frage. Wasch du mal bitte weiter auf. Die fliegt jetzt wieder zurück nach Hause wahrscheinlich, ne? Ja. Boom. Keiner macht was. Das ist so brown. Verstehe ich nicht. Hast du denn zwei Suppen genommen? Was wollen die denn hier? Okay, zwei Suppen, zwei Fleisch und ein Bier. Zwei Suppen. Fleisch machst du. Egal, ich nehme nochmal mit. Jetzt bin ich auf jeden Fall viel, viel schneller als sie. Jetzt stinke ich und fliege wieder zurück, oder was? Ach nee, das Fleisch habe ich extra übrig gelassen, genau. So, dann gehen wir hier hin. Was wir jetzt machen ist, wir werden direkt die Kohle nehmen und werden uns direkt ein Update holen. Ich will nämlich weiterkommen. Guck dir die Leute an. Kommt ihr rein? Das wäre crazy. Das wäre total verrückt. So, lasst mal hier rein. Bam, wir gucken. Verbesserung, was haben wir noch für Möglichkeiten? Also, wir haben hier Stufe 6 komplett abgeschlossen. Stufe 7, was können wir noch machen? Also, Stufe 7... Dafür brauchen wir 1000 Goldmünzen. Krank. Tavernerweiterung, neue Kunden, neue Möbel, neue Deko, einzigartige Gäste, neue Blabla, VIP-Zone. Und ein weiterer Assistenten. Yo. Wie krass ist das denn, bitteschön? Oha. Krass, was ist jetzt los? Guck mal hier, VIP-Zone. Yo. Achso, ich habe übrigens zwei Tabletts. Das habe ich euch gar nicht gesagt. Durch das letzte Update, ich weiß nicht, ob das irgendeiner mitbekommen hat, habe ich jetzt auf jeden Fall zwei Stück. Hier, ich kann richtig ausrasten, was abräumen angeht oder irgendwelche Speisen mitnehmen und abgeben. Das ist so verrückt, ich sag's euch. Ich werde jetzt hier wieder umändern. Ich werde sie nicht zur Köchin machen, sondern zur Kellnerin. Man kann sie halt mal ein bisschen kochen, das ist ja in Ordnung. Warte, ich fütter die mal noch ein bisschen. Blub, blub, dass die auf jeden Fall immer noch genug im Petto haben. So, hier eilig. Suppe, Wurst,
Fleisch. So, die machen jetzt zum Beispiel Wurst und die zwei Fleisch. Also von den drei Fleisch machen die zwei, ne? So sieht das ungefähr aus. Also diese mit den Sternen belegten quasi sind die machen. Die machen. So, mal her hier. Suppe noch ein bisschen. So, zack. Die müssen wir nämlich fertig machen. So. Sehr gut. Stell doch hin. Und fliegst denn weg? Bist du doof? Diese komischen Feen. Irgendwie, ich komme auf die nicht ganz klar. Ich weiß auch nicht warum. Was ich mir jetzt angewöhnt habe, ist total cool. Immer zwei von jedem zu nehmen. Zack, zack. Suppe alle. Okay, nachkochen. Und zwei Bier. Dann bist du auf jeden Fall safe. Dann knallst du denen das hier hin. Ihr kriegt das noch. Was ist denn jetzt hier los? Neue Aufgabe. Bestelle und empfange Möbel. So, was ist los? Okay, jetzt geht's ab. Namenhafte Kunden. Sie sind so beliebt geworden, dass nun Edelleute zu ihnen kommen. Sie müssen in einem abgetrennten Raum mit den edlen Möbeln bedient werden. Zu diesem Zweck steht ihnen nun ein edler Saal zur Verfügung. Okay. Sie wollen teurere Lebensmittel, zahlen aber auch mehr. Sie legen alle sehr großen Wert auf die Sauberkeit in der Taverne. Ansonsten handelt es sich um dieselben Kunden. Aha. Ich leg das jetzt einfach mal hier hin. Ja, da muss ich die auf jeden Fall alle als Kellner nehmen. Das geht ja gar nicht mehr. Da komme ich ja gar nicht hinterher. Wie kann ich jetzt Möbel kaufen? Lass mal ganz kurz gucken gehen. Was können wir jetzt machen? Also, wir gehen auf Lieferung. Möbel. Eiserner Tisch für 4 Personen. Eiserner Tisch? Okay. Edle Möbel. Oh, yo, genau. Edler Tisch. Ja, let's go. Alle beide direkt am Start. Zack. Haben wir noch Eisenmöbel? Okay, jetzt habe ich den schon bestellt. War jetzt vielleicht nicht so helle, aber egal. Das machen wir gleich. So, ihr seid fertig mit eurem Quatsch. Dann haut mal ab. Das ist ja krass. Okay, Leute, wir haben edle Möbel. Oh, ich sollte den mal hier. Warte mal, wo ist denn der hier? Das Eimersche. Zack. Reingeknödelt. Da ist er schon mit seinen Möbeln da am Start. So, lass mich mal ganz kurz trotzdem hier drehen. Hui. Geh mal weg. Hau mal ganz kurz ab. Da, der will Suppe. Oh, der mit seiner Kacksuppe. Oh, nö, warte mal. Ich hab doch hier vorne noch eine gehabt. Ja, warte ab. Ist ein normaler. Jetzt müssen wir auch noch auf Diebe aufpassen und alles Mögliche, ne? Ah, ich hab das da hingestellt. Warte mal. Hier, kriegst du jetzt mal dein Bier? Der Affe will eine Suppe. Wow. Klar, wenn es klappt, dann richtig, ne? Ach, egal, lass den abhauen. Junge, ich bin jetzt hier 5 Sterne. Hier ist eine Wurst. Siehst du? Der kriegt, was er will. So, hier raus. Rein, Mickey Mouse. Warte, was wollte ich holen? Holz. Zack, wir müssen unbedingt Suppe nachkochen. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so schnell geht. So, bumm. Eimer Wasser haben wir. Klatsch. Dann da rein. Schnubbel die Schnatz. So, mit Öl. Bäm. Ready. Tomate, Knoblauch, Salat und ja gut, dann Salat nochmal. Bäm. Jetzt wird gedreht und gerührt wie ein Irrer. Zick, zack, zuck. Ey, das ist jetzt krass. Jetzt muss ich aber ganz schnell die Möbel auch hinstellen. Dass die hier richtig was springen lassen, die Leute. Gut, dass ich die Kellnerin habe. Ich glaube nicht, dass ich das nachher noch schaffe. Gerade wenn diese kleinen Billigkunden kommen. Oh, Billigkunden. Direkt abgehoben. Aber wenn ich die Dingens hab hier, die Leute. Was wird denn das jetzt? Ne, nimm raus. Zack. Das, was ich jetzt mache. Ich knall die jetzt hier hin. Nehmen jetzt alle. Wir nehmen jetzt alle und knallen die hier alle hin. Zack. 4 Suppen. Das sind schon 2. Siehst du, was ich meine? So, Wurst. Hier ist so eine Suppe. Guck mal. Perfekt, ich sag's euch. Kommen gar nicht hinterher, die Mädels. 3 Würste. Geben wir mal noch ein paar Bier. So, hier, für ihr, für sie und Schnier. Suppe kannst du schon mal kriegen. Du, Fleisch habe ich nicht. Fleisch, geh weg. Holst du Fleisch? Nee. Mal 3 Fleisch mit. Bitteschön. Die Suppe habe ich vergessen. Die hat sie, okay. Gut, was ist das hier? Oh, wer ist denn hier ausgerastet? Ist irgendeiner eskaliert? Voll die Affen. Jetzt habe ich hier noch irgendwelche Böbel am Start. Was ist denn da los? Wie krass ist das denn, bitteschön?
Ey, guck mal, wie geil das hier aussieht, hier vorne. Möbel, Leute, wir müssen die Möbel hinsetzen, sonst kommt hier keiner rein. Zack. Möbel, Möbel, da. Uiuiuiui. Lasst uns mal... Oh, wie machen wir das jetzt? Ich würde sagen... Warte, wir machen das so rum. Wir machen das so rum. Sieht cool aus. So Candlelight, Edeldinner und so. Ihr wisst Bescheid. Ungefähr... Ungefähr so. Zack. Ja, das sieht prickelnd aus. Neue Aufgabe. Warte mal jetzt. Ich komme doch gar nicht hinterher. Was für eine neue Aufgabe? Dann muss ich gucken. Warte mal, andersrum, andersrum, andersrum. Ist das hier Solo-Platz oder was? Zack. Fertig. Jo, das haut hin. Das sieht cool aus. Was ist denn da los? Ach du schöner Kundenbedienungsservice. Warte mal, habe ich noch irgendwas hier für euch? Ihr seid noch clean? Ja, ja, ihr braucht nur Suppe. Oh, schon wieder Suppe? Hab ich doch gerade noch... Ja, jetzt ist aber lustig hier, Freunde. So, warte mal. Die wollte ich wieder hinhängen. Bei Bier. Nee, gib ihr doch. Ja, genau. So. Okay. Oh, Leute, jetzt bin ich raus. Warte, ich muss hier rein. Lieferung. Ressourcen. Da, Wein. Wein holen wir ohne Ende. Und zwar hol mal 30 Stück. Liefern. Oh, fuck, da war noch Käse. Nein, Käse. Eieieiei. Ich muss... Oh, hier hat einer hingeschissen. Muss ich auch noch wegmachen. Oh, nee, ne? Bestellungen, was? Lieferung. So, das machen wir auch noch weg hier. Weil wenn das hier ekelhaft ist, dann kommen die nicht. Okay, verstehe ich. Ist die Toilette voll oder was? Nee, komm mal rein hier. Nicht den ganzen Tag warten. Hier. Ah, das muss ich ihr noch geben. Du wäschst schön, ne? Meine Süßen, ich muss euch gleich noch abchecken, ob ihr auch genug Feenstaub zum Schnupseln habt. So, das knallen wir hier rein. Okay, okay. Oh mein Gott. Ja, weißt du gar nicht, wo du anfangen sollst und aufhören darfst. Wahnsinn. So, wunderschön. Was ist denn das hier? 2 Sterne oder was? Kriege ich jetzt hier noch ein Ranking oder wie? Krass. Ist das Hardcore. Noch ein Bier. Okay. Bier. Boah, gib ihr doch. Kommt auch noch einer. Die kotzt hier gleich alles voll. 2x Wurst und 1x Fleisch. 2x Wurst. Und 1x Fleisch. So. Hier. Hä? Haben die gewartet und nichts gekriegt oder was? Oh mein Gott, da kommen die nächsten. Edler Tropfen, Lecco Mio, ey. VIP-Bestellung. Kommt sofort. Ja, ja, lass mal. Klar wollt ihr Käse. Ihr ekelhaften reichen Viecher, ey. Ich könnte euch jetzt schon aus dem Laden kicken. So wie die hier, guck. So. Lass mein Zwerg in Ruhe, sonst fliegst du noch weiter. Zwerg hat gewonnen. So. Oh mein Gott, ey. Die Feen müssen mal mitmachen hier, das ist echt. Ich muss Käse ordern, Scheibenhonig. Käse, 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 Käse. Lieferung, Ressourcen. Chanel, Chanel. Haben wir hier so 25 Käse? Ja, ja. So, Anton soll Gas geben. Machen wir dicht hier den Laden. So, was ist los? Bier, 2 Bier, 3 Bier, 8 Bier. Komm mal her hier. Die kotzt wieder hier über die Theke. Ihr 2 seid clean. Okay. Oh nee, 2 Käse. Ja, was soll ich machen? Extravagantes Dreckspack. Oh, die hat nichts zum Waschen. Ich stuhl im Kreis. Warte mal. Brauch noch Wasser. Mal her. Jetzt, Leute. Jetzt erlebt ihr mich hier im Highlife. Das ist natürlich krass. Okay, wasch, wasch, wie du noch nie gewaschen hast. Da legt er mir so ein Rad da hinten rein, da hinten rein, da hinten rein. So, der will noch ein Bier, ne? Ja, war klar. Ich meine Backe. Was? Es ist Zeit, Kunden zu bedienen. Ja, wie? Denkst du, ich mach das hier aus Spaß oder was? Oh, nee. Kein... Oh, ich hab kein Bier mehr.
Ach du Shit, nix. Oh, der fährt noch zurück. Fahr mal schneller. Bist du da? Getränke. Oh mein Gott. Oh mein Gott. 25 zu viel, dann mach erstmal 20. Oh, ey, der kann, das gibt's nicht, ne? Ja, du musst jetzt warten und du auch. So, was ist hier los? Käse ist da? Wo ist Käse? Da. Ja, schön in mundgerechte Stücke schneiden. Wie alt seid ihr? 12 oder was? So, Mädels. Meine Damen. Ja, die sehen hot aus. Aber benehmt sich wieder wie das letzte Dreckspack hier. Guckt's euch an. Und sich dann noch beschweren, dass der Laden dreckig ist. Weißt du, wenn du den Dreck selber ankommt. Raus mit euch, ehrlich. Ich kann euch jetzt schon nicht leiden. So, was ist hier los? Er ist da? Ich hab jetzt Wein, alles. Alles in der Hosentasche. Und ich krieg's nicht raus. Sehr schön. Was ist mit ihm hier los? So. Ja, du bist ja witzig. Oh, hier, nimm die Suppe. Geh mir nicht auf den Pinsel. Genau. Die naschende Wurst. Naschwerk. Boah, jetzt hat's kurz geleckt. Die essen ja richtig langsam und gemütlich. Ja, ich kann nicht noch einen Tisch bestellen. Warte mal, warte mal. Oh, oh. Meine Begleitung und ich wünschen einen Tisch für zwei Personen. Verschwinde. Haut einfach ab. So, zwei Bestellungen. Was gibt's? Was habe ich denn? Ich habe nur was für Reiche. Oh, kann ich nicht reintun. Stell die mal hier hin. Ja, das machst du, klar. Oh, was wünscht ihr denn, meine Holden, Zerknollten? Gibst du Bier? Kannst du nicht, weil du nicht zapfen kannst. Oh, ich brauche unbedingt eine Köchin. Was wollt ihr jetzt? Sag! Schnell! Aber klar. Vor allen Dingen doch dringlich. Boah, ich könnte ja mit ihrer Schnute hier quer über den Boden ziehen, ne? Guckt's euch an, da könnte ich... Oh. Nee, nee, nee. Ja, hier der nächste Assi. Ey, das ist ja was für mich, ne? Das ist ja absolut mein Level hier. So, pass auf, was wir machen. Eine wird jetzt wieder umgeschult. Umgeschult sei schon. Ja, ja, hier, ihr wisst, was ich meine. Die eine soll kochen. Es kann sein, dass sie dadurch Bier zapft. Ich guck mal. So. Du? Glitsch nicht durch mich durch, sondern verschwinde. Du bist fertig. Suppe? Habe ich noch Suppe? Ich habe gar keine Suppe. Wieso habe ich schon wieder keine Suppe? Oh mein Gott, ich brauche... Oh. Jetzt geht's aber ab hier. Jetzt geht's ab. Ohne Feen würde ich hier gar nicht klarkommen. Ich weiß gar nicht, was die Feen die ganze Zeit machen, aber... Mir egal, Hauptsache es läuft irgendwie. So, knallen wir mal da rein. Schnell. Holz. Holz. Und... Holz. Wenn ich Glück habe, kann ich das noch eben schnell kochen. So. Okay, wunderschön, wunderbar. Komm mal rinne. Die Fliegen sind egal. So. Drehe. Wieso muss ich jetzt so weit drehen? Boah, ist das jetzt hier ein besonderer Auflauf oder was? Auflauf vor allen Dingen. Komm mal rinne. Oh, was? Nee, andersrum. Hä? Schlecht. Hat sich jetzt irgendwas verändert? Oh, warte mal, da war doch irgendwas. So. Hat die natürlich nichts mehr. Oh, ich könnte so göbeln, ne? Das ging jetzt alles sowas von schief. Wie könnte ich hier hinkommen? Oh mein Gott. Zweimal Suppe, dreimal Suppe. Oh, Mädels, ich kack ab. Hauptsache, ich habe einen schönen Gouda auf der Hand. Oh nee, ey. Pass auf, wir machen das jetzt. Mach doch weiter. Gib mir den Stiel hier. So, gib mal her. Oh, ich dreh durch. Die muss auf jeden Fall aufwaschen. So, jetzt hole ich mir noch einen, mach nochmal die Suppe neu. Ganz toll. So, okay. Ach ja, klar. Was steht da? Halt, um alles zu löschen. Ja, lösch den Quatsch. Oh, das ist die letzte Fuhre. Danach war's das. Danach habe ich kein Gemüse mehr.
Okay. Oh, nimm doch mit. Antoinette, ey. Ich glaub's nicht. Vielleicht ist auch fast alle. Oh, nee, ne? Ist jetzt langsam rühren oder was? Was ist denn jetzt der Unterschied dazu? Das sind dieselben Sachen wie vorher auch. Ich verstehe nur nicht, was die wollen. So. Wird's mal andersrum. Vielleicht habe ich zu Hardcore gerührt. Was sagt man mir nach? Ich bin ein Hardcore-Rührer. Okay, nimm mal hier. Genau. Die sitzen da immer noch. Eiskalt. Ja, die haben meine Geduld weg. Ja, ey, alle wollen so Suppe. Seid ihr doof? Oh. Kann ich wieder hier die ganze Suppe rausholen? Fünfmal, glaube ich, war das, ne? Wenn ich richtig gezählt habe. Ich habe falsch gezählt. Drei. Und ihr vier, ja. Genau. Ein Bier. Und die auch. Aber jetzt frage ich mich ganz ehrlich, Leute, wo sind die Feen? Wo sind die Feen? Was machen die? Chillen die mit mir zu Hause oder was? Machen die kurz Pause oder was? Ja. Super. Die Kellnerin kommt. Na klar. Ich hatte alles vorbereitet, ne? Das müsst ihr euch mal reinziehen. Jetzt durch das Upgrade ist das so hart geworden, dass ich gar nicht mehr nachkomme. Boah, Stimme weg, alles weg. Alles geht aus hier. So, okay, die Fee spielt Kellnerin, das ist sehr gut. Und diese Küchenschnitte, die macht irgendwie gar nichts. So. Reicht erstmal. So, was habe ich jetzt noch? Habe ich noch reiche Leute? Nee, weil ist so. Was ist denn schon wieder hier alles so dreckig? Kommen die deswegen nicht, oder was? Ah, hier, weil hier voll ist, oder was? Mach den Besen weg, weil den voll durch den Tisch. So, gib mal her. Was ist denn nur mit dir? Kann man denn so viel saufen? Oha, 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 oha. Okay. Ich will den Käse nicht weg hier. Okay. Macht der sauber oder was? Mach doch schneller. Guck mal, so geht das. Wo bist du hin? Schon weg. Ja, räum ab. Das ist in Ordnung. So, wieso ist das jetzt? Guck mal, die chillt jetzt hier. Leute, die chillt einfach hier. Ich sag euch, dieses Kochen, es ist voll, aber sie versteht nicht, dass es reicht. Ah, das ist, nee, das ist mir nix. Macht hier mal den Kellner. Eine kann noch aufwaschen, das ist okay. Genau, fertig. Was ist da los? Ein Sechser-Tisch. Ist nicht fertig. Siehst du, die Feen kommen gar nicht hinterher. Deswegen, du musst zwei Feen auf jeden Fall nehmen zum Kellnern. Anders wird das nichts mehr. Leute, ich bin schon eigentlich voll über die Folge hinaus. Ich bin schon viel zu weit. Ich wollte eigentlich schon einen Folgenwechsel machen. Will einer von euch Käse? Oh Mann. Okay, zwei Bier, eine Suppe, zwei Würste. Zweimal Suppe. So, das mache ich mit der Suppe. Ach, einmal. Na klar, logisch. Immer das, was du nicht wegkriegst. So, das heißt, jetzt fällt mir erstmal ein und auf. Ich bin doch dumm, Alter. Ich kann das doch hierhin. Hierhin machen. Guck mal hier. Mach mir einfach alles voll mit Käse. Oh, Mann, da bin ich gar nicht drauf gekommen. Zack, fünf Stück. Eins, zwei machen wir mal. Warte mal, was ist denn das? Eins, zwei. Hinlegen. Drei Stück gehen noch. Also 1, 2, 3. 1, 2, 3. Fertig. Dann machen wir hier nochmal 5 Stück rein. Rein. Da 5 Stück rein und fertig. Dann reicht das. Hier müssen wir auch noch zapfen. Boah, das ist aber Next Level, ey. Ich sag's euch. Crazy. Ja gut, jetzt habe ich mir eine VIP-Bestellung. Wir haben exquisite Gäste. Na, ihr Schlonze, was geht? Oh, oh, da kommt ihr direkt, ja? Na gut, da macht ihr mal. Sehr schön, Mädels, ihr macht das. So. Jetzt muss ich den ganzen Quatsch wieder sauber machen. Warum ist es denn... Hier, VIP-Bestellung. Bestellung, schmutziger Tisch. Wo? Ja, ja, zwei Würste kommen. Zwei Würste kommen. Ach, da hinten.
Machen wir hier ein bisschen schneller. Warum ist das so dreckig? Schmutzige Toilette, deswegen. Oh, nee. Okay, Leute, alles klar. Die braucht schon wieder Wasser. Gut. Ich würde sagen, weil ich gerade so im Flow bin, dass wir einen kleinen Folgenwechsel hinlegen. Ich weiß nicht, das war eher eine Frage. Sollen wir das machen? Ich glaube eher schon, ne? So, ich mache die Toilette noch sauber und dann wechseln wir mal ganz kurz die Folge, Freunde. Dann mache ich auch den Laden zu hier und werde nochmal nachbestellen und alles ein bisschen anders organisieren. Auch von den ganzen Tischen und den ganzen Quatsch. Ich komme da hinten ja gar nicht durch, da die Treppe hoch. Deswegen würde ich sagen, ich werde nochmal ein bisschen umstrukturieren hier die ganze Geschichte. Und dann werden wir mal gucken, was da noch alles so kommt. So, was hier mit dir? So, ich wollte zumachen, ne, habe ich gesagt. Oh mein Gott, im Wahnsinnsmodus, ey, Hammer. Ja, klar. So, wir haben schon wieder 1000 Mücken gemacht. So, ja, alles klar. Suppe, was war das? Die letzte Suppe. Ich siehste, ich muss sowieso nachbestellen, das passt ganz gut. Suppe, Fleisch und ein Ale. Aale, Aale, hier. Kleine Wale. So, ihr seid die letzten Affen. Haben wir da noch irgendwelche Wips? Nee, ne? Wips, Wapsen? Nee, auch nicht. So, was sind das jetzt? Zwei Stück. Eins, zwei. So, sehr schön. Dann. Oh, fünf. Okay, das heißt, wir machen 17. Ja, Bestellung mache ich gleich. Gut, Freunde. Das war eine weitere verrückte Folge beim Tavernmanager. Ich sag's euch, jetzt muss ich den ganzen Quatsch erstmal nachbestellen. Fleisch geht noch, kann ich nochmal nachschieben. Das passt eigentlich auch ganz gut. Ja, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht. Es wird es kann nur noch chaotischer werden, als es ohnehin schon ist. Und ich habe gerade mal freigeschalten. Es gibt noch das Weinfass. Verbessert den Arbeitsplatz? Na klar. Dann haben wir noch was? Käseregal wird größer. Und noch ein weiterer Feenhelfer. Also es wird noch actionreicher, als es jetzt eigentlich schon ist. Wisst ihr was? Ey, was soll's? Ich kaufe hier alles frei. Und wenn ihr wissen wollt, wie es in der nächsten Folge weitergeht, dann seid auch wieder mit dabei. Ja? Bitte. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, Freunde. Ich hoffe, es hat euch irgendwie gefallen. Habe ich irgendwas vergessen jetzt? Oder mal irgendwas wollte ich euch auch noch sagen? Ist egal. Wie schon anfangs erwähnt, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann in der nächsten Folge. Bis dahin, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bleibt auf jeden Fall gesund. Abo, Like, Kommentar, würde mich riesig freuen. Und dann würde ich sagen, tschüss.